Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Formel 1 2016 im Chor mit dem Oberlappen Mulcher. Ich hab nur auf den gewartet. Also dieses Intro ist scheiße, Jeff ist scheiße. Ich hab gedacht, das sagt er bei mir auch. Nö, bei mir kann der gar nicht. Irgendwann hab ich gedacht, okay, jetzt laber dein Maul, ey. bei mir hat er gesprochen. So. So, ich guck mal kurz nach dem Wetter. Ja, hat sich nichts geändert? So, Qualifying-Zeit. So, im Training, kurz zusammengefasst, ich das jetzt nicht gesehen habe, ich habe ein Auto zerlegt in der letzten Kurve und Tobi ist überraschenderweise auf der 5 gewesen. Rosberg weit voraus, also wir müssen uns hier, glaube ich, doch schrecken. So, im Quali reden jetzt nicht schon mal, gute Nachrichten, raus auf die Schreistrecke. Oh Gott sei Dank, noch nachher, ob ich das überhaupt geladen habe. Das war bei mir noch drin. Ah, das haben wir auch drin. Die ungeliebten Medium darf ich jetzt nochmal fahren. Ich fand den Red Bull eigentlich schön. Fest denn auf Medium? Wir haben doch eh Regen. Wir starten doch eh nicht mit dem Reifen. Wir starten ja eh mit dem Fullwit. Oh, raus hier. Das ist soft. Außerdem muss ich mich auf dem Medium erstmal wieder einschießen. Oder auch abschießen. Bitte, bitte nicht geoutet machen, danke. Brauchst du mich da vorne? Nö. Also, wäre mal gut anzusehen, wenn du von hinten startest. Ja, ne? Ich denke mal, das kann ich auch machen, wenn ich den Weltmeistertitel fertig habe. Weil ich kann den nach dem Rennen hier fix machen. Danach sind es ja nämlich nur noch 4 Rennen. Da brauche ich ja maximal 100 Punkte Vorsprung. Und, die hätte ich. Ich lasse dich schon viel besser fahren. Danke, Spiel! Ja, Tobi hatte seine Probleme in der, 45! Das sind FPS! Und nicht 26! Wie sagte er? Gleich kommt das Gegenteil. Ja, gleich kommt wieder Kacke her. Das habe ich an der CPU-Temperatur gemerkt. Die war unter 60, unnormal. Normal ist die über 70. Boah! Nee, AMD-Prozessoren, die brennen immer gefühlt. So macht das auch Spaß. Ja, Gott sei Dank, das ist eine Freude, wie das. Also, Training bin ich eher auf. So, ich hab die Mini-Map auf klein. Ich kann die große nicht mehr sehen. Die nervt. Okay. Boah, Auto, die letzte Kurve, ey. Kannst du da mal Grip entwickeln? Grip! Mittlerweile ist es aber auch echt einfach fahren. Also, man kann ja auch schon fast Vollgas geben auf Traktionskontrolle aus. Ich hatte neulich eine Diskussion gehabt, was nubiger ist. Traktionskontrolle an oder Ideallinie an? Ideallinie. Da hast du eine Diskussion mit einem Ligafahrer. Das guckt glaube ich eh nichts zu, aber ja gut. Ideallinie. Weil Ideallinie ist eigentlich nur auswendig lernen. In meinen Augen, während Traktionskontrolle Feingefühl ist. Ein Feingefühl zu entwickeln, finde ich schwieriger, als eine Ideallinie auswendig zu lernen. Ja, nicht den Timo Glück hier machen, Alter. Wenn du jetzt gesagt hättest, zwischen Ideallinie und ABS, kann ich nicht beurteilen, weil ich immer ohne ABS schon immer gefahren bin. Der Schrittstand ist sehr niedrig. Im Gegensatz ist ABS ein Vorteil. Eigentlich im gesamten Spiel ein Nachteil, genauso wie die Traktionskontrolle. Jawohl, Bestzeit gegen Bottas! Sowas lese ich gerne. Ach, ich glaube, ich weiß, wo ich die 10. verliere. So, meine geliebte Kurve hier. Auf oh, 40.000 dahinter, okay. Ich bin zufrieden mit der Runde. P2, du bist zurzeit auf Platz 2. Malaysia hat man auch Regen gehabt. Wo waren das? Im Qualify, ne? Ach ja, genau. Wo du ja gesagt hast, mit deiner geilen Runde. Ach, Philipp, zerstört wieder alle. Ja, also, zweimal eigentlich. Das erinnert mich an Indien 2012. Was war da? Da bin ich auch auf Internet eine ordentliche Zeit gefahren. Du kommst an. 1000 oder sowas? Genau! Stimmt! War auch Regenbedingungen in Indien, ne? Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls ich. Also, ich bin mit dem
Grip-Niveau mit dem Red Bull nicht so ganz zufrieden. Auch die Haarnadel, da fühlt er sich sehr schwammig aus. Ich bin richtig scheiße. Tobi, erzähl uns mal, was du nicht weißt. Mann, du dreckiger Spanier! Oh, jetzt dürfen wir raten, ich sag Alonso. Sainz. Ach, Sainz. Ja gut, das war der andere. Komm aus der Box raus. Ach! Ich blockiere die mal in der ersten Runde. Ja, moin. Moin, das kann ich nicht. Ich bin eine richtige Rotzzeit gefahren. 36,7 aufs Hopf. Du bist auf Medium gefahren, oder? Ja, natürlich. Ja, 36,0. Das ist mir peinlich, wo ich die Zeiten da gesehen habe. Leck, mal hör auf Spiel. Da läuft schon mal besser, ey. Müll. Aber am meisten macht Spaß in Qualifying 3. Nur 10 Fahrzeugstrecke, da habe ich die meisten FPS. Und im Rennen bist du Katastrophe, werden die erste Kurve. Kommt auf den Fahrer an, wie viele sind auf der Strecke. Das sind 22. Und so weniger, desto besser. Ich verstehe nicht, woher das kommt bei dir. Ist echt so. Ja, es ist AMD halt. Es ist einfach nur Kacke. Also, jeder, der einen AMD-PC zu Hause hat, der soll sich jetzt in die Ecke gehen und schämen, oder wie? Aber wenn jemand einen guten AMD... Du brauchst ja nur einen guten Prozessor. Weißt du, meiner ist Müll. Das sind 8 Kerne, 2,6 GHz oder so. Das ist nichts. Das ist ja nichts, ey. Ich habe 4 Kerne, das sind 4 GHz. Ja, ein bisschen Unterschied. Bisschen viel eigentlich. So, Tobi möchte seine Zeit verbessern. Ich möchte nicht den Zustand des Wagens verändern. Cross back off, den Soft. Ja, der Regen könnte interessant werden, sag ich. Vielleicht spielt uns das sogar ein bisschen in die Karten gegen die Mercedes. Noch so ein dreckiger Spanier! Alonso. Willst du mich rollen? Ja, er will dich rollen. So, wir schauen Rosberg zu bei seiner schnellen Runde. Ja, Tuki-Taka-Modus hier. Hast du Bock, Alonso? Der hält jetzt in den Rosberg auf! In den S ist auf der Ideallinie. Jo, kann man mal machen. Also Rosberg, wenn der ganz viel Pech hat und keine zweite Runde fährt, ist er raus. Weil das reicht nicht. Das hat den locker 5 Sekunden gekostet. Der ist direkt hinter dir. Diese Lecks, Alter, nee, die sind nicht mehr schön. Diese Lecks. Also er meint... Guck mal, was verändert. Ja, genau. Gut, Marcel hat nochmal ein Update rausgebracht. Nur für Tobi. Er hat die Lecks vermisst, hat Codemaster so gesagt, okay, helfen wir mal kurz wieder nach. Andere Runde hier, scheiß mal auf die Reifen. Die brauchst du doch eh nicht mehr. Denk da, der Rosberg ist hinter dir. Schieß ich ab. Der holt auch auf. Schieß ich ab. Guck, was der für eine Zeit fährt. 37,9. Ja, im dritten Sektor. 4 Zehntel. Da wird alles im Mittelteil verloren. Okay. Hamilton auch draußen auf Medium. Tobi will noch Zweiter werden in der Konstrukteurswertung. Dafür muss er sich noch ein bisschen schrecken. Fahrerwertung meinst du? Ja, Fahrerwertung, Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, wie Konstrukteurs... Titel sollten easy. Wir auch relativ safe haben, ja. Sagt er jetzt easy? So sieht es gerne. Lila! Nicht pink? Lila! Ich frage mich mal gerne, wer auf die Farbe Lila gekommen ist. Als absolute Bestzeit. Wie kann man eigentlich auf Lila? Keine Ahnung. Könnt ihr mal recherchieren bitte und in den Kommentaren posten? Würde ich mal gerne wissen. Grün kann ich ja noch verstehen. Aber warum lila? Warum nicht sowas wie blau oder rot? Warum lila? Irgendein Vorlos müsstest du doch eingebaut haben. Lila. Man hätte auch braun nehmen können.
Hamilton auf der 1. Yo, 4 Zehnte knöpft er mir. So, Tobi auf der 2. Der ist ja auf Medium gefahren, Nick. Tobi, kriegst du viel? Ich bin eine 36-0 gefahren. Ich bin meine Reifen waren bei 10%. Das ist meine Ausrede. Ich gehe mir auf der 1 auf Soft. Ja, wie viel hast du gefahren? 35? 5. Ja, gut. Lappen. Du verlierst die Zeit im Schlusssektor und im Mittelsektor. Bo! Die KI hat... Ja, ich werde auch mit verhelfen. Die braucht gar nicht lügen. Ich werde mit verhelfen. Weil ich kann sie so abkürzen. Rosberg auf Platz 21. Lappen. Hinter mir immer noch? Nein, ich glaube, der ist abgebogen. Ach, also, wen haben wir da? Alonso! Bist du vorbei? Nein. Ich schieß dir ab, Alter. Du hast noch 6,5 Minuten. Ich fahr's eher nicht, Bock. Vettel auf der 4. Rosberg letzter. Boah, Alter. Verdient. Das wäre echt eine erste Überraschung. Der wurde aufgehalten von Alonso. Ja. Welches hat in den sozialen Medien, da haben sie abgestimmt, bestes Überholmanöver, haben sie immer zwei Überholmanöver gegeneinander so gesagt abgestimmt und wer die meisten Stimmen hat, zieht eine Runde weiter. Welches Überholmanöver in der Saison hat gewonnen? Diese Saison. Beziehungsweise welche Manöver waren im Finale? Welche beiden? Welche beiden Überholmanöver? Also ich tippe mal, dass zwei Verstappen-Manöver im Finale waren. Richtig. Also ich denke mal, dass vielleicht sogar beide aus Brasilien sein könnten. Eins aus Brasilien. Eins aus Brasilien, okay. Das zweite nicht. Nein. Warte, lass mich überlegen. Das habe ich in sozialen Medien gesehen, da haben das mal abgestimmt. Relativ interessant. Also Brasilien, das war fast klar. Welches denn? Ich denke mal gegen Vettel oder gegen Alonso, einer von den beiden. Nichts von beiden. Nichts von beiden. Gegen Hamilton? Nein. Oder gegen Rosberg? Gegen Rosberg, außenrum. Okay. Und das zweite? Nicht in Brasilien. Nicht in Brasilien von Verstappen. Wo hat denn der noch gut überholt? Muss ich kurz das durchgehen? Ich will dir jetzt keinen Tipp geben, weil dann ist es, glaube ich, zu einfach. Lass mich mal kurz die Rennen durchgehen. Na, Singapur kann ich mir nicht vorstellen gegen Kvyat. Ich glaube, der ist abgebogen. Kann ich mir nicht vorstellen. Erster Sektor Bestzeit und zweiten. Oh Gott. Hä, noch ein Manöver von Verstappen? Wo war denn das? Mexiko auch nicht. Brasilien, Abu Dhabi auch nicht. Da muss er sich verteidigen. Was waren davor? Die hat er schon wie alle vergessen. Italien hatte. Belgien? Nee. Aber Belgien auch nicht. Was war in Deutschland? Davor. Deutschland? Vor Belgien. Davor. Vor Belgien. Spanien glaube ich nicht, da war ja vorne. Danach. Hä? Wo war da noch ein gutes Überholmanöver? In England kann ich mich ja gar nicht erinnern, Großbritannien. Ah, richtig, England. Wo war er? Wer gegen wen denn? Nach den Esses. Außenrum an Rosberg. Ach das! Ja, okay, jetzt wo du es sagst, stimmt's. Jetzt fällt es mir ein, hast recht. Dann die Fans so gejubelt. Na gut, das waren jetzt nicht für mich zwei herausragende Überholmanöver. Das haben die ja beim Wolf. Ja, das haben die wahrscheinlich gewollt, weil es ein Mercedes war. Aber alle Verstappen gewonnen halt. Die beiden. Ja. So, wir können aufgeben. Okay, wir müssen steigern. Die KI ist ja stark. Jetzt bin ich mal gespannt, wo Rosberg landet. Bis? Ne, auf der 4. Okay, vorne ist es eng. Alter, ich sehe die Medium-Zeit auch von Hamilton da. Ich glaube, im Regen haben wir einen Vorteil. Kommt drauf an auf die Traktion. Ausgeschieden, Sainz, ja, Magnus, Ericsson, Arianto, Nasa und Palma. Gerade die letzte Kurve. Aber der Perez ist, sag mal, 6.000 langsamer als ich. Meh. Ja, du musst dich schrecken hier. Hm? Ist aber auch eigentlich liegt uns nur der erste Sektor und der Rest ist schon fast Topspeed. Das merkt man richtig. Also in dem Liga, wo ihr Marc nochmal im Regen so viel Zeit gefunden hat. Keine Ahnung. Ach, du hast ja schon Regenerfahrung, ich nicht. Da ist Liga-Rennen halt. Ah, da war ja, ich da. Genau. Am Anfang ging es da, dann diese Mischmaschbedingungen zum Trockenen, da habe ich falsch gestoppt, zu spät.
Und dann habe ich mega viel Zeit verloren. Das, ja, gut. Haben wir auf dem Medium. Was hättest du mir für einen Tipp gegeben eigentlich? Was für ein Tipp denn? Ja, wegen dem zweiten Mercedes, Rosberg habe ich gesagt. Achso, Rosberg hättest du gesagt. Ob dir das denn eingefallen wäre? Nee. Ah, die beiden überhaupt haben gewonnen. Also wenn du S gesagt hättest, hätte ich gesagt Großbritannien. Und dann wäre es eindeutig gewesen. Ich war auch dabei, dass Vettel zwei Leute in der Boxengasse überholt hat. In der Boxengasse Einfahrt. War in China. Das war auch geil, ja. Da hat er einfach die zwei dann einfach links überholt. Richtig. Was ja regelkonform ist. Ein Manöver von Räikkönen an Nasser irgendwie in Monaco. War auch ein Hamilton-Manöver aus Belgien dabei vielleicht? Muss ich mal gucken. Weil der ist ja von hinten gestartet. Ich guck gleich mal nach, wenn wir rechter Zeit haben. Haben wir nicht. Also ich kann Ihnen empfehlen, Twitter zu nutzen. Der beste Kurznachrichtendienst der Welt, Alter. Da wird alles gepostet, das ist unglaublich. So schnell wie möglich. Besser als Facebook. Besser als jede Zeitschrift, finde ich schon. Da hast du so. Du kriegst so schnell die Nachrichten, es wird direkt gepostet. Du musst dann nur das Stichwort eingeben. Weißt du, wo das hier bekannt war mit Rosberg und so? Direkt mal auf Twitter. Da war schon alles bekannt. So, ich gehe auf meine erste Runde mit den Softreifen. Bin auf Medium rausgefahren. Ja, viel Spaß! Mal gucken, ob die KI so schlau ist. Und kein Medium benutzt. Nee. Die wählt den Medium. Also ich denke mal, dass ein paar die Medium benutzen werden. Obwohl sie nicht brauchen. Alter, der Soft hat mal so deutlich mehr Grip hinten. Jo, Wehrlein. Manu Insolvenz haben wir noch gar nicht angesprochen eigentlich. Ah, das wird anscheinend einen guten wieder einen Käufer geben. Ja, aber mein Info schreibt auch. Alter, was ist denn mit dem Wagen hier, ey? Und den Esses. Kacke! Ach Gott. Aber Wagen nicht zerlegt. Nein. Nach der ersten Kurve, die lange erste, da raus zu beschleunigen manchmal. In der Liga fahre ich immer nur noch Kurve, Mitte, ja. Ich meine nicht, in der Liga fühle ich mich nicht so wohl. Nee, da fühle ich mich allgemein auch nicht wohl mit dem Wagen, ich weiß auch nicht, online finde ich den so richtig schwammig auf der Hinterachse. Was hier online im Mehrspieler bei realistisch ein bisschen anders ist. So macht das Spaß, so macht das deutlich mehr Bock. 47 FPS und keine 27 oder 32, das ist schon Unterschied. Alonso auf der 1. Ich hab auch mal ein Liga-Rennen ungefähr mal 60 FPS hochgeladen. Weißt du, das Video hat 13 Stunden gerendert. Ist okay, 34,9. Das ist die bislang schnellste Runde. Drei Kevin auf Medium. Vor Alonso und Grosjean, die beide auf Soft sind. Glückwunsch zu Pole, ja. Warum? Nee. Ich hab erst gar keine Chance. Die KI wahrscheinlich auch nicht. Wo denn noch Fehler drin waren. Ich spalte trotzdem mal die Reifen, falls ich mit den Skaten muss. Aber ich glaube da nicht dran. Wetterbericht, Chef. Nee, jetzt musst du wieder nach Hause, ey. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Das ist scheiße hier in Japan, weil den S kannst du keinen Platz machen. Cool wäre, wenn man hier noch einstellen könnte, dass man sich in der Inlap jetzt befindet, ey. Damit die KI einen weiß, okay, der fährt langsamer. Oh, der Softboard aber echt ordentlich ab. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde.
Tobi voll in der Konzentrationsphase gerade. Oder der Kaffeefahrt. Kaffee? Okay, kann ich deutlich später mit dem Red Bull bremsen, ey, okay, als in der Karriere. Toboxgassen einfach wird auch lustig werden. Unter Full Welt. Weißt du noch die Zeiten in der Liga eigentlich? Im Qualifying? Nee. Unter Full Welt nicht, okay. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können, dass Tobi sich sowas merkt. Ich bin ja, glaube ich, chancenlos. Du bist chancenlos, okay. Mit dem Medium oder was? Ich bin nur noch auf der 2. Wer hat mich überholt? Hamilton. Der Zehntel, okay. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 34,9. Warum ist Rosberg in der In-Lab? Obwohl der einen Sektor hat, ich verstehe es nicht. Tobi auf der 10. Tobi, das wird nix. Vettel ist noch keine Zeit gefahren. Perez und Massa auch nicht. Was bist du vorhin gefahren? 35 irgendwas, glaube ich. 35 würde momentan reichen. Achso, Rosberg hat schon eine Zeit. Vettel auch auf den Softreifen vor dir, genau. Also der Softreifen ist ja doch deutlich schneller. Das merkt man, ja. Als der Medium. Boah, Vettel, 34,9. Alter! Sind das knappe Zeiten? 36,2 gefahren nochmal. Wenn du da jetzt, wenn du eine 35,9 fahren würdest, wärst du schon Sechster. Perez und Massa noch ohne Zeit. Perez auf Soft und Massa sowieso. Riskieren oder was? Ich fahre erstmal die Boxen, wenn wir es mal sehen. Was die beiden noch machen. Weil Perez war ja vorhin knapp hinter dir. Ich würde ganz gerne halt diesen zweiten frischen Platz noch haben. Ach so, ja okay, deswegen bin ich mit dem Medium in Quines gefahren. So, Perez fährt eine. Ja, das wäre vielleicht schlauer gewesen. Zehnter, Perez. Massa noch, der wird, glaube ich, schneller fahren. Weil du kannst es nicht riskieren, im Mittelfeld zu fahren. Nee. Schon gar nicht, wenn es regnet, wenn du dir keinen Reifenvorteil davon versprichst. Regen. So, dass ich Tobi mal Regen gewünscht, es kommt mal Regen. Ne, mittlerweile hat es immer so einen Bug irgendwie. Weil ich da irgendwie, sobald ich da ganz leicht die Bremse tue, bleiben die Räder direkt stehen. Manche haben den nicht, aber irgendwie hat Antonio und ich haben den. Du musst, ich drücke nur ganz leicht auf die Bremse. Ich betätige sie nicht mal und der Reifen bleibt stehen. Du guckst dir nur die Bremsen quasi an und sie bleiben schon stehen. Ja, irgendwie ist es da so ein Bug, das geht nach ein paar Runden weg, ich weiß auch nicht. Achso, den Bug, ja, den habe ich manchmal auch. Das ist meistens auf in der ersten Runde. Die Reifen stehen. Ohne irgendeinen Grund. Oder auch wenn ich aus der Box rausfahre bei trocken. Man drückt die Bremse nur ganz leicht an. Leicht, ja, dann. Ja, kenne ich. Was ist das? Das hatte ich am Anfang auch. Mittlerweile habe ich das gar nicht mehr. Ja, Massa fährt auch schneller, das war deutlich. Ja. Also, Tobi, du musst nochmal. Dann ist noch. 5 Minuten. Müsstest du oben rechts sehen, wenn du noch draußen bist. Ne, ich bin in der Box. Da können wir mal nachgucken hier.
35,8, Alter. Ist der Rekön gefahren. Das sind knappe 4 Zehntel sind das. Voll, was du im Schlusssektor verlierst, ey. Alter. 17,4. Alles. Da verlierst du alles. 13 im ersten. Okay, 3 im zweiten. Das sind diese zwei Rausbeschleunigungsstellen. Rotze. Also, Tobi muss nochmal. Ja, mein Gott, dann benutze ich den gleich nochmal. Als Einführungsrunde denn oder so ein Dreck hier. Ganz wenig Benzin, 4,4 Runden. Damit fahren wir nicht auf Streng. Ja, genau. Das wäre es jetzt noch. Brauchen wir auch nicht. Also, wir müssen vor 2 Uhr fertig sein. Und das ist ein wichtiges Spiel. Ja, dann gib Gas. Dann gib Gas. Muss geguckt werden. Ja, dann gib Gas. Das muss geguckt werden. Gib Gas. Finale Rematch. Gib Gas. Ja, ich gebe ja Gas. So. Ich will Spaß. Elfter. Okay, Tobi. Das sollte aber funktionieren. Nee, ich glaube, ich flieg raus. Ich glaube, ich fahre nicht schneller auf dich. So. Paris knapp vor dir, ey. Also von hinten könnte eigentlich nur noch der Hülkenberg kommen. Verstehe nicht. Weißt du, manche auch in der Liga wegen Ideallinie an. Bolz ist in der Liga, ist er aus. Und dann trainieren sie trotzdem viele mit an. Was bringt das denn, wenn es eh aus ist? Dann kommt man doch eh nicht rein. Nö, nee, kommst du nicht rein. Ich verstehe nicht, warum man die braucht. Verstehe ich einfach nicht. Nee. Und dann muss man sich kaum noch konzentrieren, du musst nur auf die Farbe da achten. Das ist für mich das Trügerische. Traktionskontrolle. Man weiß, dass man dadurch langsam ist. Für manche einfach nur eine Sicherheit dazu. Wenn ich mit Ideallinie fahre, bin ich langsamer. Weil das stört mich nur. Ja, die Ideallinie macht auch ein bisschen sicherer. Für manche. Vielleicht für uns beide nicht, aber ich kann nicht so einen komischen Streifen auf der Strecke sehen. Echt auch nicht. Weil du dann folgen sollst, das finde ich das Schwierige da dran. Weil man skat ja dann nur auf diese Linie und man nimmt das drumherum gar nicht wirklich wahr. Das ist der Nachteil da dran. Alles passiert Unfälle. Ja, und meistens ist auch ein Problem, die kennen dann auch die Bremspunkte halt nicht. Also wo die Ideallinie eigentlich sich aus drei Sätzen bildet. Von außen wird eine Kurve angefahren, man lenkt so spät wie es geht ein. Man fährt den weitesten Bogen und am Ausgang nutzt man die gesamte Strecke aus. Das sind die Grundsätze braucht man nur. Und dann weiß man, wie die Ideallinie verfolgt. Man sieht es ja hier gerade schön bei Tobi gerade. Der fährt außen eine Kurve an, lenkt so spät ein wie es geht, hat einen Lenkradeinschlag und dann am abgekürzt. Und nutzt die gesamte Streckenbreite. Das ist eigentlich ganz einfach. Was die Ideallinie auch noch anzeigt, ist ganz einfach Bremspunkte. Und dann ist es dann... Ich glaube, die meisten haben sie wirklich an wegen den Bremspunkten. Das ist Übungssache. Meistens orientiert man sich zum Beispiel... Also der meiste, wo man eigentlich am meisten bremst, daran orientiert man sich. Und das ist zum Beispiel in Italien, wenn du mit 370 runterkommen musst auf 80 Stundenkilometer. Da bremst du ungefähr bei 170. So, und dann kannst du weiterdenken. Bei 150 bremse ich dann, wenn ich von 360 vielleicht auf 110, 120 runter muss. Und so baut sich dann so bauen sich eigentlich die Bremspunkte auf. Eigentlich ist es eigentlich nur, auswendig lernen. Streng genommen, wenn man es mal knallhart sieht. Wow, Tobi! Da kam der Arsch rum. Ich hab den Grosjean da gemacht. Ja, das war's. Du warst auf den Softreifen im letzten Sektor langsamer als mit dem Mediumreifen. Ja, das habe ich gemerkt. Ich war nur 13. nach dem zweiten hinterher mitten. Also eigentlich muss ich ja schon Bestzeit mindestens haben, um dann alles wieder zu verlieren im letzten. Also die Bestzeit im ersten Sektor hast du auch. Und die hatte ich ja, glaube ich. Aber dann verlierst du 7 Zehntel auf dem Mittelteil und 7 im Schlusssektor. 7? 7, ja, 7.
Die Kurve hat mir vorhin 6 Zehntel gebracht. Weil ich die richtig kacke gemacht habe. Die Kurve wird mir richtig viel Zeit abnehmen. Ja, ich weiß auch nicht. Man muss da sehr weit außen fahren. Da fühle ich mich aber sehr unsicher wegen dem Körper. Und da musst du innen fahren. Du fährst da zu sehr außen. Man fährt die innen. Und die fährt man auch mehr mittig. Ja, ich bringe aber keine außen. Zeit. Aspekt 34,6. Dann mit einem 34,4. Moin. 34,4 habt ihr geraucht oder was? Ja, Gras. Der geraucht. Es sind schon 7 Zentner, Alter. Boah. Was ist die KI so also, gut hier? Ja, ist mir. Also, was ist mal die KI scheiße? Also in Japan ist die KI im Qualifying sehr stark. Da habe ich auch meinen Teamkollege geschlagen in der Karriere. Zwar knapp, aber er hat mich geschlagen. Aber ich gebe auf. Und, aber dafür war sie im Rennen nicht auf meinem Niveau. Absolut nicht. Da war sie wieder weg. Ah, ich verstehe auch nicht, ey. Aber Tobi ist weiter auf der 7. Ausgeschieden Perez, Grosjean, Hülkenberg, Fiat, Gutierrez und der liebe Wehrlein. Beide McLaren, Honda weiter hier. Also der GP2-Motor, der von Alonso, der wirkt offensichtlich hier. Wahre Wunder. Ich fühle mich auf Mittel einfach ein bisschen wohler, aber ich fahre hier auf Traktionskontrolle aus. Mein Gott, bist du gefahren? Oh Gott, ja. Kein Kommentar. Oh Gott, kein Kommentar, ne? Q3. Jo. Oh Mann, ey, genau. So, jetzt werden ein paar Zeiten in das Feld gebrettert. Gebrettert oder gebrannt? Ja, gebrannt. Wie Niki Lauda. Nichts von beiden, oder? Was? Nichts vorbei, ja, den nehme ich jetzt nochmal den Reifen hier, der ist nochmal richtig geil. Ja, und damit fahre ich eine schnelle Runde. Das war's. So, und raus. Na, ich glaube, hier hast du eh nicht so viel Zeit für zwei Ones. Gut, ich fahre raus und habe natürlich einen McLaren vor mir. Den langsamsten den langsamsten, das langsamste Auto der Klasse. Ja, genau. Oder in, ja. Button auch noch, wäre super. Ein Ferrari, ein Falali. Wer denn? Hamilton? Ferrari. Ja, Vettel oder Raikön? Ja, Hamilton. Was wird denn dein Traumteam für die zweite Saison? Inwiefern? Ach hier, Chor. Ja. HT, ah nee. Ja, das ist ein schwächeres müssen wir nehmen. Force India? Ja, müssen wir. Also Top Speed. Ich finde den McLaren noch richtig geil zu fahren. Oh, da wüsste ich noch schwerer auf der Geraden. Ich weiß. Und der McLaren, also Force India oder McLaren? Das sind doch, glaube ich. Ich glaube die zwei, oder? Der ist hässlich. Bin einfach in der Zeug, den grün-orangen. Der ist geil gewesen. 2009, 10. Das waren geile Autos. Aber das sieht irgendwie komisch aus. Oder Toro Rosso. Das Schwesterteam hier. Das ist auch eine geile Onboard, finde ich, ey. Diese Versetzung ist einfach zu geil. So, ich gehe gleich auf meiner schnellen Runde. Eigentlich müsstest du dir so ein richtig geiles F1-Lenkrad mal holen. Ja, gib mal Geld. Ja. Hätte ich dafür. So, ich bin auf meiner schnellen jetzt. Ich auch. Oh, warum kommt mir da immer leicht das Heck? Jo, das war's. Das ist Japan. Ja, moin! Da fängt der Wagen an, auf einmal zu untersteuern. Aber das hab ich gemerkt. Nicht kaputt, oder? Gar nichts dran, alles ganz. Ah,
Aber wieder ein Fehler. Wieder so ein typischer Scheißfehler. Hallo Hamilton, fahr vorbei. Und hast du damals auch gemacht, F1 2012 hat meinen zweiten Sieg gebracht. War es nicht Runde 1 sogar direkt? Habe ich mich ja irgendwie direkt weggedreht, das war aber da glaube ich Ausgang Hahn, Alter. Nee, das war die Start, hier, Schikane. Da hast du dich denn gedreht und warst dann in Kies. Ach ja, genau. Also ich weiß auch nicht, Japan ist immer so eine Strecke, wo man einfach leicht Fehler machen kann. Das ist, glaube ich, bei mir die Strecke, wo ich sehr anfällig bin auf Fehler. Vier Zehnte im letzten Sektor verloren auf den Bottas. Scheiße genommen. 2 Minuten läuft. Wie bitte? 2 Minuten läuft bei mir. 2 Minuten Zeit. Also, da ist, glaube ich, die GP2 auch schneller. Unruhig, da der Wagen ist. Tut hier gar nicht! Wie bitte? Wie unruhig da der. Bei der Einkurve der Wagen ist und dann in der Linkskurve, wo ich abgeflogen bin, gar nicht! So ein Widerspruch. An die Box, Kollege. Komm, ich will mindestens eine Runde 34 haben. Runde 35-0. Du fährst noch? Ja. What? Okay. Alles klar. Okay. Wenn das ist eine Pole und richtig viel Zeit rausgefahren. Alter, wollt ihr mich natzen? Die ersten 4 innerhalb einer Zehntel. Welche Zeit bist du gefahren? 34? 34,8. Keine Pole? Und was? Und Vettel auf der Pole. Mit 34,7. Guck mal nach, die Ergebnisse. 34,737 Vettel. Rosberg 34,795. Hamilton 34,813. Und du 8,31. Boah. Sag ich doch. Alles du in der verlierst die Zeit, ja. Im letzten Schluss. Nur so wie ich. Im ersten bist du 14. schneller als die. Im zweiten bist du eine Zehnte langsamer als die? Und im letzten 4 da unten. Ah. Kacke. Ja, aber da kannst du ja nicht viel verlieren, ey. Das ist doch nur 130R? Das ist eine Schikane. Obwohl, da hab ich, ja gut. Da hab ich zu spät gebremst. Doch, das kommt hin. Doch, das könnte hinkommen. Ich weiß nicht, wo ich da die Zeit verliere. Ich bin aber kacke. Ist gerade das Teamkollege? 5,6 Grad Mitte. Ich fahr wieder raus. So, nach dem Qualifying ist dann erstmal Toilettenpause. Mal wieder. Okay, wird eng. Ja, das Spiel beginnt dann so ein bisschen länger, ein bisschen später. Als 2 Uhr. Weißt du, die sagen immer 2 Uhr, beginnt aber 2.15 Uhr. Boah, meine Konzentration ist echt im Eimer gerade, echt. Ja, es ist ja auch schon 1 Uhr. Ach, das habe ich gerade gemerkt. Guck ich gerade unten auf die Uhr, fahre ich, weiß nicht, die Boxen bis in die Wand rein, ey. Ja, mach ich das Auto kaputt. Und dann noch Rasen in der Boxengasse. Ach komm, ist egal, ey. Wir nehmen das um 1.13 Uhr auf, an einem Montag, wohlgemerkt. Naja, im Rennen wird dann die Konzentration eh wieder höher gefahren. Ich wollte noch ein bisschen Gras mitbringen. Hier können ein paar Mechaniker was rauchen. Verboten, Philipp. Ist mir egal. Obwohl Red Bull, ja, vielleicht. Eigentlich müsstest du es mit Verstappen klären, weil der hat gute Kontakte nach Holland.
Und Holland, da ist halt schönes Weed. Wie viele Minuten haben wir noch? 43. 3. Ja, lass mich raus. Muss ja nur um 18. verbessern, das geht doch eigentlich. Ich muss mich nur um 18. verbessern, alles klar. Das Ganze ist aber das nur kaputte betonen. Reifen, die kriegt er irgendwo in die Zeit. Und es wird lustig werden, ey. Erste Kurve, wenn ich als Vierter starte. Das reicht nicht für zwei Runden, verdammt. Kann 12 okay. fahren. Ich nicht, ich muss das timen, dass ich mit der KI nicht in Konflikt komme. Wo bist denn du gerade? Erzähl gleich. Also ich hab nur eine. Und man kennt mich ja, in der letzten haut dann immer noch die Meisterrunde raus. Obwohl die KI müsste so langsam jetzt schon rausfahren. Ja, da fahren auch schon die ersten. So, Tobi, viel Glück. Danke. Einer ist noch in der Boxengasse. Der kann sich jetzt mal langsam in Bewegung setzen oder drin bleiben. Jetzt darf er gerne drin bleiben. Okay, freie Fahrt. Komplett ruhig hier. Ja. Wieder alles verloren, Alter, weil ich den Scheitelpunkt nicht treffe, diese scheiß Löffelkurve. Aber klar. Fette doch der 2. Ich hab mich doch verbessert am Ende. Was war das denn? Ich war doch minus 1,5 Zehntel. Da hast du die Nummer verloren wahrscheinlich. Nein, ich ging mit 1,5 Zehntel über die Linie. Okay. Hey, was ist denn das jetzt? Warte, ich guck mal. Ja, Alter! Was war das denn? Die Runde war schneller. Die war langsamer. Alter, ich war 1... Oh, Alter, ich hab alle... Im ersten Versuch hab ich auch schon alles versaut gehabt. Ich war... 4 Zehntel auf meine Zeit. Hab dann die Kurve nicht richtig bekommen. Die Rechtskurve, die erste Kurve
Im zweiten Sektor habe ich den nicht richtig bekommen. Alles verloren. Gott, die perfekte Runde habe ich nicht hinbekommen. Ja, wenn ich gut bekomme, das ist für mich auch eine. Wieso habe ich da eine Mitte drin? In der schnellen Runde, ich kapiere ich gerade auch nicht. Egal. Was? Also, ich auf der Pole, dann Vettel, dann beide Mercedes, Rosberg und Hamilton. Kimi nee, auf der 5, Bottas auf der 6, Tobi nur auf der 7, aber er holt es im Regen raus. Masse 8, Alonso 9 und Button auf der 10. Wir sehen uns morgen zum Rennen wieder. Schaltet unbedingt ein. Vielleicht kommt der nächste nicht. Fahrfehler von mir. Das guck ich mir ein Video an, ey. Verarsch mir das Spiel schon wieder hier. Tschüss. Bis dann.